guten Morgen hier zu meinem ersten vollen Tag in Dubai. Ich nehme euch mit, wir gehen jetzt direkt mal frühstücken und schaut euch mal diesen View an. So, wir haben jetzt hier schönes arabisches Brot, Brie, Baguette, Datteln, Hummus, Honigmelone, schönen Orangensaft und einen Kaffee. Let's go! So, bevor es jetzt aber für mich in den Pool geht oder ins Meer, wird jetzt erstmal ein paar Stunden gearbeitet. So, nachdem ich jetzt mit dem Schneiden mal durch bin, gibt es jetzt als Belohnung das Pool. Wir gehen ins hoteleigene Pool, da war ich noch gar nicht. Ich habe mich auf jeden Fall schon mal fett mit Sonnencreme eingeschmiert. Ich glaube, das brauche ich. Ich schau mal, wie warm es ist gerade. Ordentlich, ordentlichst. Es ist nämlich jetzt Mittag und jetzt ist es am heißesten. So um die 43 Grad hat es gerade. Wir gehen jetzt mal ins Pool. Also liebe Leute, ich bin jetzt quasi in das Dubai Marina Downtown Areal gefahren und bitte schaut mal hinter mich. Hier stehen die größten, die höchsten Wolkenkratzer von Dubai Marina. Morgen fahren wir ins Stadtzentrum von Dubai, aber schaut euch das mal an. Das ist so surreal. Also Marina Bay. Marina Bay ist so gesehen der Yachthafen von Dubai. Marina Bay ist 20 Kilometer von Dubai weg und es gibt hier eine sehr, sehr coole Tramverbindung und Zugverbindung, wo du mit autonom fahrenden Zügen innerhalb von 20 Minuten nach Dubai Zentrum kommen kannst. Und hier in Dubai Marina sind hier überall Kanäle und ich war zwar noch nie in Chicago, aber als ich immer mal Serienbilder von Chicago gesehen habe, das sieht sich so unfassbar ähnlich. Also hier, du kannst einen Kilometer lang gehen, wie man sieht, es ist keiner da, weil keiner bei 45 Grad sich jetzt raustraut, aber man hat halt unfassbare View. Und in 3 Stunden gibt es eine Speedboat-Tour für mich, auf welche ich mich sehr freue. Und jetzt genießt noch die Aufnahmen hier von den Wolkenkratzern aus Dubai. Downtown. Und was jetzt vor mir ist, ist absolut atemberaubend. Das ist so geisteskrank. Was? Das ist so dicht aneinander. Ich schwöre, man erkennt die gar nicht auseinander. Das schaut aus wie ein richtig fetter Klotz an Hochhäusern. Und man hat irgendwie auch gar keinen Bezug mehr auf die Höhe, weil hier halt so viele stehen. Ich habe das Gefühl, dass wahrscheinlich ein kleines davon so der DC Tower in Wien sein könnte, vom Gefühl her. Und der hohe hier, der wird sicher an die 300 Meter hoch sein. Ja, genau so ist es auch. Und die höchsten Wolkenkratzer von Dubai Marina sind sogar über 400 Meter hoch. Und zwar 427 Meter hoch ist der höchste. So, ich bin jetzt hier am Beach. Die Luft ist unfassbar heiß. Ich bin jetzt circa 1,5 Stunden draußen. Ich muss sagen, jetzt kommt langsam wirklich die Grenze. Also, dass es einfach nur noch unangenehm ist. Ich hau mich jetzt ins Meer, weil ich das auch machen wollte. Jetzt einmal bei Tag, heute Abend dann nochmal. Genau, und ja, danach wird noch was gegessen und dann gibt es die Speedboat-Tour, auf die ich mich sehr, sehr freue.
schwöre, das ist wärmer als... Es ist komplett warm. Alter, es ist so warm. Das Wasser hat wirklich 34, 35 Grad. Es fühlt sich an, als hätte man hier direkt eine Badewanne eingelassen. Schau mal die Skyline hinter mir. Schaut sich das an. Das fette Teil. Jetzt habe ich hier meinen Boarding Pass. Jetzt warte ich, bis die Speedboat Tour beginnt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schwimmweste ist an. Auf dem Speedboat sind wir jetzt. Jetzt geht's gleich los. And enjoy the ride. Captain, let's get underway. And as we say here in Dubai, yalla! Ja genau, und jetzt ging es dann auch aus den Kanälen von Dubai Marina hinaus an diesen unfassbaren Gebäude vorbei. Einmal bitte Vollgas vor der Skyline von Dubai, vor dem Dubai Eye. Schaut euch das an, das ist wirklich unglaublich. Speedboat Tour, wirklich ganz, ganz krasse Empfehlung meinerseits. Genau hier ging es dann an dem größten Riesenrad der Welt vorbei, das Dubai Eye. Und jetzt sind wir auf dem Weg einmal rund um die Palme von Dubai. Palm Jumeirah, ein komplett künstlich aufgeschüttetes Landareal, was insgesamt 94 Millionen Kubikmeter Sand und 7 Millionen Tonnen Stein verbraucht hat. Insgesamt hat der Bau der Palme 7 Jahre in Anspruch genommen und 2008 wurde sie feierlich eröffnet. Der Außenring der Palme kommt auf 12 Kilometer und der Stamm der Palme ist 4 Kilometer lang. Es gibt dort Luxus-Apartments, Hotels und den größten Wasserpark der Welt. Alles unfassbare Dimensionen, vor allem wenn man sich noch vor Augen hält, dass diese Palme, dieses Wohngebiet einfach aus dem Nichts, aus dem Meer quasi erschaffen wurde. Das ist wirklich surreal. Und ja, man, ich habe vorher eh schon gesagt, wie viele Ressourcen dafür verwendet worden sind. Das ist wirklich einfach nur abnormal. Genau, und unser nächster Stop auf der Speedboat Tour war dann das Atlantis Hotel. Das hat unfassbar viele Zimmer und macht es somit one of the largest in the world. Perfekt. Dieses Foto auch dann nochmal mitgenommen. Geht es jetzt full throttle einmal zum Burj Al Arab, das inoffizielle 7-Sterne-Hotel. Absoluter Wahnsinn, architektonisch sowie auch die Inneneinrichtung auf Bildern natürlich der absolute Wahnsinn. Unglaublich. Genau, und den Sonnenuntergang entgegen ging es jetzt wieder zurück Richtung Dubai Marina. Man sieht hier im Hintergrund die unfassbare Skyline. Also wie das in echt ausgeschaut hat, wirklich komplett surreal. Aber das waren wirklich die paar Minuten, die mir von der ganzen Boot so am meisten im Kopf geblieben sind. Genau, aber ich denke, dass die Bilder definitiv mehr Aussagen. Deswegen geht die Musik jetzt an und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem cinematischen Edit von den letzten Minuten dieser unfassbaren Bootstour. Viel Spaß!
Ah, wow, wow, wow. Diese Bootstour war der absolute Oberwahnsinn, wirklich. Boah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall wieder von der Bootstour zurück in meinem Zimmer. Ich habe mir Ananas und eine Wassermelone geholt. Ich werde mich jetzt kurz entspannen und dann später ins Zentrum von Dubai fahren. Und dort werde ich mir dann eine richtig heftige Brunnenshow vorm Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt, anschauen. Auf Empfehlung. Ich bin richtig, richtig gespannt. Und ja, jetzt wird erstmal ein bisschen was in den Magen hinein einverleibt und dann geht's mit der Metro, mit der autonom selbstfahrenden Metro, ab nach Dubai Zentrum. Okay, also ich bin jetzt zum Burj Khalifa und zur Dubai Mall gefahren. Es ist Nacht, es ist schon 21 Uhr und ich schaue mir das jetzt an. Bis. Das hier ist so riesig hier, unvorstellbar. Fuck! Alter, crazy. Das ist... unfassbar beeindruckend. Ohne Macaroni. Man hat überhaupt keine Größenvorstellung leider. Morgen werden wir das Ganze bei Tag erleben. Es ist morgen auch Montag, das heißt weniger los. Das ist ja wirklich unfassbar. Ja, das ist schon sehr atemberaubend. 820 Meter. Das höchste Gebäude der Welt. Und wir sind da. Alter. Was geht jetzt hier ab? Das ist verdammt crazy. Das ist unfassbar crazy. So, jetzt geht hier gleich die Burj Khalifa Fountain Show an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Du kriegst Nackenschmerzen, wenn du die ganze Zeit drauf schaust. Und jetzt hat die Brunnenshow schon begonnen und ich wünsche euch an dieser Stelle ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Genießt es. Gänsehaut, ohne Spaß. Es hat zwar 40 Grad, aber ich habe Gänsehaut. Was zum... Oh mein Gott. Das ist so insane. Oh mein Gott. Ist das insane? Ist das insane? Alter. Wow. Das ist geil.
Okay, sorry für diesen langen Brunnen-Content, aber das war einfach nur insane. Ich habe und ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich das aufgenommen habe, am gesamten Körper Gänsehaut. Das soll es mit dem Brunnen gewesen sein. Jetzt geht's weiter in der Mall. Bitte Leute, in dieser Mall ist ein Aquarium. Bitte schaut euch das an. Nein, ich weiß nicht, ob ich weiß. Ich werde niemals. Was zum Teufel? Aquarium, das ist so. Bro. Das ist extrem gestört. Alter, was? So, für mich wird es jetzt auch nur mehr mit der Metro zurückgehen zu meinem Hotel. Und dann war das für heute absolut ein aufregender Tag. Ich habe so viel erlebt. Und ja, wir sehen uns morgen. Tschüss. Okay, es gibt noch was Asiatisches. 8 Euro gekostet. Das Witzige ist bei der Metro, es gibt Gold-Class-Tickets und Silver-Class-Tickets. Die Gold-Class-Tickets, da dürfen die Gold-Class-Tickets kaufen, ganz vorne sitzen. Dann gibt es eigene Abteile für Frauen und Kinder. Und alle anderen mit Regular Cards sitzen halt einfach irgendwo. Schon crazy.